schmeckt noch weiter aus, das ist falsch. Hast du denn schon wieder, Mariechen? Hab ich mal, ich denke mir schon die ganze Zeit, wenn ich dich immer so anschaue, du hast doch was machen lassen an die Brüste, oder? Was machen lassen? Die sind so fest und so groß geworden in letzter Zeit. Da hat man einen gescheiten Push-Up, dann geht es schon. Push-Up? Das ist, da, glaube ich, wenn man ein wenig dicker wird, dann werden die Brüste doch dicker. Hast du zugenommen? Die Brüste werden dicker, wenn du schwanger bist. Bist du schwanger? Ich bin nicht mehr schwanger in meinem Alter. Das ist ein Wunder vielleicht. Was ist denn das kein Wunder? Der Tod ist doch in der Bibel, ist ja auch 90-jährige schwanger geworden. Ja, ich hatte irgendeiner aufgeschrieben, dass ich irgendwas einfallen lassen. Der Abraham. Der Bebraham. Der Bebraham, ja. Schau das Zebraham an. Und Zwillinge. Was weiß ich, kenne doch die nicht persönlich. Im Alter muss man schon aufpassen, dass man nicht so viel zunimmt. Ne? Für die Knie, na, die Knie, da spürst du, da kriegst du Arthrose und so weiter. Mit der Hüfte, da hast du den Oberschenkelhalsbruch und so. Den Oberschenkelhalsbruch hast du, wenn du irgendwo umfällst, die Treppen unterfällst, ja, das ist Knochenermüdung, da fällt man nicht um. Die Leute sagen, sie sind gestolpert, aber die sind deswegen hingefallen, weil der Knochen gebrochen ist. Erst spricht der Knochen und dann bricht der Mensch zusammen. Ja, bei dir ist umgekehrt. Erst spricht das Hirn zusammen und dann bricht der Mensch zusammen. Gibt's das ja? Ja, bei Hirnbruch? Bei dir schon. Wo kommen Sie das Hirnbrechen? Obwohl, das geht bei dir gar nicht. Warum? Weil du hast ja keins. Eben. Wenn du kein Hirn hast, kannst du das Hirn nicht brechen. Das ist ja praktisch, ne? So, umso blöder man ist, umso gesünder. Sozusagen, ja. Also da bin ich ja da sowas bist du gesund, wie man sagt. Genau. Und du bist ganz schön krank, ne? Siehst du mal. Ja. Ade, bleib schön.